Sommerferien ist gesagt worden, dass ein Bub mit Behinderung zu uns kommt, im Rollstuhl. Und in dieser Klasse, in der ich Turnen habe. Und da habe ich eigentlich gedacht, ja, das ist in Ordnung für mich, aber der wird sicher nicht in den Sport kommen. Und ich war dann erstaunt, als es dann von der Schulleitung geheiss hat, er käme eine Stunde von drei in den Sport. Ich bin dann ein bisschen verschrocken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ohne Hände und ohne Beine. Ich habe auch nicht gewusst, wie damit umgehen, weil ich noch nie mit so behinderten Menschen zu tun hatte. Bean ist vom ZEKA, das Zentrum für Körperbehinderte, Kanton Aargau, unterstützt gewesen. Und die haben dann auch schon gleich einmal ein Treffen gemacht mit allen Beteiligten, mit den Verantwortlichen vom ZEKA und auch mit der Betreuung, die dabei war. Wir haben dann in den ersten Stunden habe ich viel mit dem Jan geredet, was er kann. Eigentlich allgemein immer viel mit ihm auch das Gespräch gesucht, weil er am besten kann einschätzen kann, was er kann leisten kann. Wir haben dann schon relativ klein dann einen Bodenfußball gespielt. Das ist das, was er auch schon könnte von vorher. Und das war eine ganz lässige Sache auch mit der Klasse, mit den Buben von der 1C. Weil die da gut mitgespielt haben. Der Jan hatte eine Betreuungsperson, eine Klassenunterstützung, die ihm geholfen hat mit Einpacken, Auspacken in der Schule und halt auch im Sport mit dem Umziehen. Und die war auch im Sport dabei gewesen. Und es hat immer auch den Situationen gegeben, wo ich froh war, dass ich mit den restlichen Buben halt etwas anderes machen konnte und dann der Klassenassistentin noch einen kleinen Auftrag geben konnte. Sechs zum Beispiel auf den Basketballkorb werfen oder Seilspringen ist zum Beispiel auch etwas, was wir machen können.